Ja, Leute, hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom Kanal. Heute sind wir wieder auf meinem zweiten Account unterwegs. Wir werden heute mal ein bisschen rollen, denn heute gibt es ja dieses 10er-Helden-Roll-Angebot. Und das hat sogar einen 20% Nachlass wegen diesem Clasher-Tag. Und zusätzlich werde ich auch nochmal eine weitere Sache aktivieren. Das ist nämlich hier diese ganze Geschichte. Ich habe sowieso von diesen Karten hier ein bisschen was. Das bewirkt nämlich, dass für die nächsten 30 Minuten halt die nächsten 40 Helden 20% weniger kosten. Und ja, ich würde sagen, das habe ich noch nie ausprobiert und das werden wir einfach mal in diesem Video soweit machen. Werde ich aber gleich machen. Ich werde euch nochmal ganz kurz zeigen, was ich letztendlich soweit alles noch brauche. Können wir ja ganz gut am besten hier gucken. Genau, war ich doch richtig. Gut, also Rosalien können wir leider nicht soweit rollen. Flat fehlt mir sogar, okay. Phobos, das wäre mega gut, wenn ich den bekommen würde. Da würde ich mich mega drüber freuen. Hier bei den Cosmo würde ich mich auch richtig krass freuen. Den brauche ich nämlich auch noch. Schnitter, okay. Schnitter fehlt mir. Wahrscheinlich werde ich den sogar rollen heute. Aber ich glaube, den habe ich sogar im Lagerhaus bloß noch nicht ausgepackt. Mechtessa, weiß ich gar nicht, ob ich die wirklich nicht habe. Ja, Heldenaltar habe ich sie auf jeden Fall nicht. Zephi fehlt mir, kann ich leider nicht rollen. Vespinia, das wäre auch ein ganz guter Held. Ja, würde ich mich auf jeden Fall auch drüber freuen, wenn ich die bekommen würde. Rodrigo kann ich ja nicht rollen. Den Fuchs kann ich leider auch nicht rollen. Okkultist wäre auch nochmal ein richtig kranker Held, wenn ich den bekommen würde. Professoren Quack, ja, weiß ich gar nicht. Brauche ich, glaube ich, nicht so wirklich. Dann haben wir noch einen Ripper. Das wäre auch nochmal eine gute Variante. Generell, ich brauche Helden, die halt verstummen. Und da zählt halt nun mal der Phobos oder halt der Ripper. Also ich brauche einen von den beiden Helden. Wenn ich einen von denen bekommen würde, mega, mega gut. Svalin, ja, weiß ich nicht. Okay, nice to have. Brauche ich aber auch nicht so unbedingt. Arktika kann ich auch nicht bekommen. Hier den Rambat, den kann man auch nicht bekommen, da habe ich nie mehr blättert. Ivan Draco, ja, keine Ahnung. Nice to have. Brauche ich aber auch nicht so wirklich unbedingt. Und ja, das war es eigentlich auch schon wieder. Harpienkönigin habe ich auch nicht, aber ist auch kein relevanter Held. Ist ja auch egal. Gut, also ich würde mich mega drüber freuen über den Phobos, über den Cosmo und halt über den Ripper. Vespinia ist auch nicht so, ja, die drei Helden halt. Das wäre mega nice, wenn ich davon einen bekommen würde. Einer würde mir schon reichen. 20k Gems werde ich ausgeben dafür. Und wir werden natürlich auch hier dieses Dings hier mal aktivieren. Achso, läuft denn direkt? Alles klar. Gut. Mal gucken, ob das hier dann auch mit reingezählt wird. Wird anscheinend nicht. Alles klar. Also RIP würde ich erstmal sagen an dieser Stelle. Aber ist ja egal. Ich habe halt hier diesen 20% Rabattbonus. Und das ist ziemlich, ziemlich gut. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit dem ersten Roll. Und gucken einfach mal, was soweit rauskommt. Ein Imhotep und ein Galar-Champion. Ja. Ja, eine Kürbishexe. Okay. Ist sogar, glaube ich, hier bei diesem Helden anwerben und Belohnung einsacken Event. Können wir gleich mal reingucken. Heldenfest, genau. Okay, Werwolf haben wir bekommen, Kürbishexe haben wir auch bekommen. Ja, gönnen wir uns mal. Mahatma müssten wir eigentlich auch noch rollen und Kristallgeist, ja. Gut, aber die Belohnungen sind jetzt nicht so unnormal krank, darum ist es jetzt nicht so, ja, interessant, ne? Aber ist ja egal, wir machen trotzdem mal erstmal weiter. Wir haben ja noch ein paar Gems und wir gucken einfach mal, was nochmal weit rauskommt. Wir haben einen Rockno und einen Wiedergänger. Kürbis auch noch mit am Start. Atlantica, oh, das war aber ganz schön eklig. Ja, noch eine Kürbishexe brauchen wir auch nicht so mit die Cosmo. Ja, geil. Endlich mal wieder ein neuer Held, den ich benutzen kann und hochziehen kann hier auf diesem Account. Ich habe sogar den Lichtgeist-Skin hier durch dieses Ballon-Event letztes Mal. Jetzt ist richtig geil. Ich kann den endlich hochziehen. Ich habe nämlich noch keinen Cosmo auf diesem Account gehabt. Mega, mega gut. Den packen wir erstmal direkt mal aus und gucken einfach mal, was der soweit hat und aktivieren soweit den Skin. Alter, mega gut. Da freue ich mich richtig drauf, weil jetzt kann ich nämlich den Cosmo auch mitnehmen beim Gildenkrieg oder so. Der macht nämlich unnormal guten Damage. PvP-Modis, also der wird mich mega weiterbringen. Also das macht mega Bock, denn halt. Na, mal sehen. So, der hat auf jeden Fall schon mal den Lichtgeist-Skin soweit aktiviert. Okay, Flammenwache, Vierer, gönnen wir uns erstmal. Ich habe auch nochmal ein paar 5er Boxen. Kann ich natürlich dann auch nochmal irgendwann ein paar aufmachen, falls ihr Bock haben solltet, dass ich da auch mal ein Video zu mache auf diesem Account, weil ja, hier ist noch nicht ganz so viel am Start. Klar, hier sind schon gute Talente am Start hier vorne. Aber dann nachher hier hinten wird es schon ein bisschen schlechter, sagen wir einfach mal so. Gut, also ich bin jetzt schon zufrieden. Ich habe ein paar Gems ausgegeben, 7000, und habe halt einen Cosmo dafür bekommen. Ja, lässt sich auf jeden Fall sehen. Jetzt brauche ich nochmal irgendwie einen, der silenzen kann. Wie zum Beispiel halt der Phobos oder halt der Ripper. Am liebsten hätte ich ja gerne den Phobos, aber ja, muss ja nicht unbedingt. Ah, hier ist eine Hydre mit am Start, die habe ich aber leider hier schon auf diesem Account.
Ich glaube, da würden sich so viele drüber freuen über eine Hydrin, aber die brauche ich leider nicht mehr. Vespinia ist auch noch neu. Vespinia ist auch noch neu. Mega, mega gut. Die packen wir auch direkt mal aus. Ich denke mal, das ist auch so eine Heldin, die ich hochziehen werde. Weil es auch ein guter Support-Held, wie ich finde. Und so schlecht ist die eigentlich auch gar nicht, die gute Tante. Schade nur, dass sie keinen Skin hat auf diesem Account hier. Das finde ich mal so ein bisschen schade dann meistens, wenn ich dann irgendwie einen Helden hochziehen möchte. Und ja, ohne Skin und ohne alles. Und ja, naja, tödlicher Treffer hat sie mit drauf. Also kein gutes Talent erstmal. Aber hey, es ist eine Vespinia rausgekommen und es ist ein neuer Held. Gut, dann gehen wir direkt mal weiter. Wir haben noch 10.000 Gems übrig. Also die Hälfte haben wir gerade mal weg. Valentina ist auch noch mit am Start. Atlantikorn, Gala Champion. Ja, Jumbär, alles klar. Und eine Kirina. Jumbär habe ich ja nun schon durch dieses eine Event halt bekommen. Okkultist! Ja, Alter, ich bekomme die ganzen neuen Helden, die ich noch nicht auf diesem Account habe. Okkultist ist auch neu. Mega, mega geil. Das ist auch ein richtig guter Held, den ich mir eigentlich auch gewünscht habe. Obwohl, warum habe ich den nicht gesagt am Anfang? Okkultist ist auch ein Held. Also vier Helden, die ich mir eigentlich gewünscht habe. Okkultist ist auch richtig gut. Ich habe zwar einen Walla Walla hier auf diesem Account auch, aber Okkultist ist auch eine sehr gute Alternative. Oh mein Gott, ey. Talent ist natürlich auch für einen Müll, aber ist ja egal. Okay, gut. Also wir haben wirklich sehr viele gute Helden bis jetzt gezogen. 5000 Gems habe ich noch. Also ein Viertel jetzt noch. Also wenn ich jetzt noch einen guten Helden rausbekomme, also dann tanze ich hier, glaube ich, auf dem Stuhl. Schöpfung, auch nicht so wirklich relevant. Lady Leo, nee, brauchen wir nicht. Das war schon der letzte. Flat. Flat hat mir da auch noch gefehlt gehabt. Hat er mir wirklich noch gefehlt? Also ich glaube ja nicht irgendwie. Nee, ich habe den bloß noch nicht ausgepackt. Ich habe 19 Stück davon. 19 Stück, alles klar. Gut, also ich bin mehr als zufrieden. Ich habe leider keinen Helden bekommen, der silenzen kann. Aber dafür habe ich heute bekommen einen Okkultisten. Dann habe ich eine Vespinia bekommen und... Kürbissexe nicht. Bone nicht. Wiedergänge nicht. Cosmo und einen Cosmo. Ich glaube, den Cosmo werde ich als erstes hochziehen. Also, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare mit reinschreiben, welchen Helden ihr als erstes hochziehen würdet. Ob ihr einen Okkultisten hochziehen würdet, Vespinia oder halt den Cosmo. Also, ich habe ja den Okkultisten würde ich jetzt nicht hochziehen, weil ich einen Walla Walla habe, den ich schon übelst hochgezogen habe. Vespinia würde in Frage kommen. Ist ein guter Support-Held. Ja, aber ich weiß ja noch nicht so wirklich, ob ich den letztendlich dann auch wirklich benutzen möchte. Und ein Cosmo, wisst ihr ja, Cosmo-Kuppel ist einfach nur noch unnormal krank. Also wirklich, da freue ich mich schon drauf. Alter. Ich kann ja mal kurz ein paar Talente rollen. Komm. Ich habe 73 Talentboxen. Gucken wir einfach mal, was so weit kommt. Streuung. Streuung packe ich erstmal auf die Wespe drauf. Was haben wir hier sonst noch so? Himmelzorn, naja, kann die wegschmeißen. Himmelzorn braucht kein Mensch. Ätzen brauchen wir auch nicht so wirklich. Was haben wir hier sonst noch so? Ein Schärfen? Nee. Ach Mensch, Schärfen. Was soll denn ich, was soll ich damit schärfen? Erquicken. Erquicken ist sogar... Ja, Erquicken auf den Cosmo rauf, ne? Ich habe keine oder nicht viele Fünfer Erquicken. Dann kann ich auf jeden Fall Erquicken draufpacken und böse Rüstung dann als Wappen. Böse Rüstung, ach, da habe ich hier nämlich auf diesem Account. Ja, dann ist er ja soweit schon mal fertig. Also Erquicken-technisch bin ich hier nicht ganz so gut dabei. Wir können mal ganz kurz gucken. Ja, Erquicken sind schon soweit verteilt. Ich glaube, ich habe... Zwei, ein Erquicken. Ich guck mal gleich mal. Aber ihr habt ja gerade gesehen, böse Rüstung habe ich soweit. Und das packe ich da auf jeden Fall damit drauf. Mal ganz kurz gucken hier. Genau. Lazu hat ein 5er Erquicken mit drauf. Und ich glaube, das war es dann auch schon mit dem 5er Erquicken oder 8ern oder wie auch immer. Ich habe kein 8er Erquicken hier auf diesem Account. Ja, also es war auf jeden Fall eine sehr, sehr ja, guter Roll, muss man dazu sagen. Ich gucke nochmal ganz kurz hier wegen den 5er Boxen halt. Weil ich brauche für den Okkultist noch ein gutes Talent und für die Wespe. Okkultist, ja, wäre Flammbach eigentlich ganz geil, ne? Klingenhülle, nee, brauchen wir nicht. Was haben wir sonst noch so? Verlangsamen, brauche ich noch irgendwo verlangsamen? Ich glaube nicht, nee. Schwächen brauchen wir auch nicht. Ja, kann ich einen schnellen Okkultisten machen. Selbstzerstörung, komm, er soll sich selbst zerstören. Ich mache ja sowieso noch ein anderes drauf. Steinhaut erstmal übergangsweise, komm, machen wir erstmal drauf, komm. Kriegsgott, Damage-Talent, Kriegsgott. Kriegsgott als zweiter, nee, böse Russen würde ich als zweiter Talent machen. Kriegsgott, glaube ich, ist sowieso nicht mehr so wirklich zu gebrauchen eigentlich. Was haben wir hier? Hier haben wir heftige Wut mit drauf, okay. Das würde ich auch drauf lassen. Was haben wir hier auf den Dings, auf den Jungbären? Machen wir erstmal da Kriegsgott drauf, komm. Auch wenn das ja nicht so wirklich relevant ist, aber hey. Wiederbeleben, wiederbeleben ist auch interessant.
Aber nicht ganz so interessant, wie man vielleicht denken sollte. Was habe ich eigentlich auf meinem Ronin mit drauf? Man kann ja auf dem Ronin auch theoretisch Wiederbeleben mit drauf spielen. Ich habe da Flammenwache mit drauf. Und hier kommt jetzt Wiederbeleben drauf. So, kann ich so ein bisschen rumtauschen. Ronin müsste ich eigentlich auch mal ein bisschen hochziehen hier für meinen zweiten Account. Aber hey, ich komme auch so ganz gut klar. Noch ein Erquicken. Noch ein Erquicken. Was machen wir denn da jetzt mit dem Erquicken? Erquicken. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich lasse das Erquicken erstmal liegen. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, wo ich das draufpacken kann, sollte, wie auch immer. Ihr könnt mich gerne unterstützen. Ich weiß es jetzt gerade wirklich nicht, weil ich glaube, ich kein Erquicken jetzt gerade sinnvoll einsetzen kann. Ich kann mal ganz kurz durchgucken, aber ich. Valentina eventuell, die ich sowieso nicht benutze. Ja, Baum hat schon. Wenn ihr auch einen Pflanzenkrieger, das da sinnvoll drauf ist, keine Ahnung. Candy Cane. Candy Cane würde noch in Frage kommen. Ja. Ich lasse es erstmal. Ich lasse es erstmal liegen und dann ist es soweit gut. Ich bin mehr als zufrieden, wirklich. Also einen Okkultisten habe ich mich mega drüber gefreut. Vespinia und vor allem über den Cosmo. Direkt mit dem Skin werde ich auch direkt wahrscheinlich dann hochziehen. Heute Abend dann aber erst. Oder ich weiß nicht, ob morgen oder so. Ja, auf jeden Fall irgendwie so um den Dreh, weil heute bin ich nämlich auch unterwegs. Und ja. Gut, dann würde ich sagen, wenn euch das Video soweit gefallen hat, gerne einen Like da lassen und dann haut rein und bis zum nächsten Video. Ciao, Leute!